Blind Audition vorbei, die Sessel drehen sich zurück. Jetzt heißt es warten aufs nächste Talent. Die Zeit wird genutzt zum Reden, Spielen oder auch zum Gratulieren. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Wow, sogar mit Aprikose in der Hose. Was? Und eine Bratwurst dazu. Oh, danke schön. Sind Sie aufsetzen? Okay. Du musst versuchen, einen Wunsch. Nee, in einem Zug alle Kerzen auszublasen. Alle Kerzen? Alle Kerzen. Und was wünschen aber den Menschen nicht verraten? Nicht sagen. Da war es Kids. Gewinn. Er hat's gesagt, es geht nicht in Erfüllung. Ich hab's nicht gesagt. Ja! Es ja. Einer weniger! Ich hab's nur gedacht. Aber wie er auch kichert, es ist ja nicht so. Ich weiß selbst, wir werden immer mehr zu unseren eigenen Muppet-Show. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist schlimm, aber es lässt sich nicht aufhalten. Nein, nein, das Verrückte ist, das passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen. Ich verstehe auch jeden Teenager, der nicht zu uns kommt. Ja, absolut. Aber ich finde, wenn ich euch sehe, ich freue mich richtig drauf, alt zu werden. Ja. I will never buy flowers. I will never steck mein Kopf in den Sand. I will leave alone, 'cause I don't have any friends. Doch, doch. Du hast einen Freund in mir. Das ist das Tagebuch von Vincent. Wirklich? Ja. Willst du nicht was lesen? Ja, bitte. Das heitert uns wieder ein bisschen auf. Aber es ist ganz schön privat, ne? 6. Mai 2022, liebes Tagebuch. Heute war Finale von The Voice Kids und ich habe leider nicht gewonnen. Es ist auch okay, wenn man mal schlechte Tage hat. Das gibt sich mit dem Alter. Dann kommen einem die kürzer vor. Geht alles schneller vorbei und so. Sollen wir zum Ausgleich mal eine Runde Stadtland Voice spielen? Kann mir jemand noch mal sozusagen reminden, wie das geht? Alvi, ich bitte dich, Stadtland Fluss, da kann man ja wohl die Regeln. Ah. Horizontal oder vertikal? Ah. Stopp! Ah. Stopp! Geh! Geh! Okay, Ausrede fürs zu spät kommen. Gänsehaut. Hä? Gänsehaut. In Spanien ist das verschreibungspflichtig. In Spanien darf er nie aus dem Haus mit Gänsehaut. Märchen oder Fantasiefigur? Gustav Ganz. Ich hab Goofy. Ah, auch gut. Du bist ein richtiger Streber. Ja, ich weiß. Alles, was in der Schule ich falsch gemacht habe, hole ich jetzt nach. Peinlichkeit meiner Pubertät? Pickel. Pickel, sehr gute Idee. Ja. Meine Peinlichkeit meiner Pubertät war einfach meine gesamte Pubertät, deswegen habe ich Pubertät aufgeschrieben. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich bin noch mittendrin, Leute. Stopp! Ja. Was? Hier, es kommt nicht so an, was? Stopp! Stopp, hast du schon gesagt? Mit welchem Star würdest du gerne essen? Mama. Oh. Schlimmster Ort für ein Date ist eine Iltis Farm. Das hab ich auch, du hast auch eine Iltis Farm, das kann nicht wahr sein. Echt? Das hast du abgeschrieben von mir. Nein, hab ich auch. Wer denkt denn an Iltis Farm? Das ist wir beide, das gibt's ja wohl nicht. Schlimmster Ort für ein Date? Dietro. Flixbus. Das ist aber geil. Dankeschön, vielen Dank.